Heute wird es ganz entspannt. Schönen guten Tag. So, Freunde, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Matthias alias Yetivin und heute machen wir es uns gemütlich. Denn es wird in den nächsten Wochen bei mir privat etwas stressiger und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich es mir etwas entspannter. Denn ein Montag ohne Yetivin-Video auf meinem Kanal, das möchte ich nicht. Deswegen habe ich euch gebeten, mir Fragen zu stellen auf dem Community-Tab oder auch über Discord, die ich heute hier beantworten werde. Ein klassisches Q&A. Die interessantesten werde ich mir raussuchen. Es gibt nämlich auch manchmal Fragen, da habe ich sogar extra Videos zu gemacht. Das könnt ihr dann alles nochmal abchecken. Ich werde das vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen. Interessantesten Fragen zum Thema YouTube, zum Thema Gaming, aber auch ein bisschen was zu Controller-Poesie ist dabei, wie ich gesehen habe. Also wir haben heute eine bunte Mischung. Lass uns loslegen. Und wir fangen da an mit einigen Fragen zum Thema YouTube. Und da kommt zum Beispiel von KingRambo65 die Frage, könntest du dir vorstellen, YouTube in Vollzeit zu machen? Aber auch Horrorzeit fragt, was müsste passieren, damit du YouTube in Vollzeit machst? Und das wird wahrscheinlich nie passieren. Obwohl die Frage, was müsste passieren, wäre, dass ich so viel Geld einnehme, dass ich tatsächlich sorglos einschlafen kann. Aber das es wird nie passieren, das weiß ich selber. So realistisch kann ich da schon denken. Vollzeit-YouTube bedeutet komplette Selbstständigkeit und da gibt es zwei Probleme. Erstens, das muss man halt irgendwie natürlich wissen, ich bin Hauptverdiener bei uns zu Hause, ich habe zwei Kinder. Jetzt einfach so nie zu wissen, wie sieht jetzt der nächste Monat aus, kriege ich genügend Werbepartner. Ich müsste dann wirklich aktiv auch nach Geld quasi suchen, also mit Strategie und mit guter Organisation. Ich könnte nicht so freigeistmäßig einfach Videos machen, sondern ich müsste das schon ganz strategisch machen, und weil es am Ende vom Tag ja auch um meine Familie geht, die ich ernähren möchte. Und das, glaube ich, wird nicht so schnell passieren. Die zweite Sache, meine mentale Gesundheit würde darunter leiden, das weiß ich ganz genau. Ich bin ein ziemlich sensibler Mensch, muss man sagen. Also viele wissen das vielleicht schon auf dem Discord oder auch so private Leute, wenn ich Leute kennenlerne. Ich mache mir unheimlich viele Gedanken. Ich gehe viel zu verkopft an viele Dinge und lasse sehr, sehr viel an mich ran. Und ich glaube, wenn ich jetzt da beispielsweise so ein Video hätte, das jetzt einfach so schlecht performt, das macht mich jetzt schon total traurig. Wie würde das dann passieren, wenn ich wüsste, da hängt auch viel mehr dran? Das würde meine Gesundheit, also meine mentale Gesundheit definitiv nicht mitmachen. Deswegen glaube ich, um Vollzeit zu machen, bräuchte ich einen unbefristeten Vertrag, der mir jeden Monat Geld gibt. Das sind so Sachen, das gibt es auch in dieser Branche. Und das ist halt Selbstständigkeit. Und Selbstständigkeit bedeutet auch ein Wagnis, das definitiv sich auszahlen kann. Ich bin ja auch mit Leidenschaft und Herzblut bei dieser Sache dabei und gebe alles. Was eher in Betracht gezogen werden würde bei mir, wäre Teilzeit. Also wenn ich sage, ich möchte mit den Stunden runtergehen, damit ich zum Beispiel noch einen Tag mehr in der Woche hätte, wo ich solche Sachen machen könnte. Weil das ist einem, glaube ich, so eine Sache, das würde mir schon viel mehr helfen, einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben. Bugtech hat mehrere Fragen gestellt, aber eine Frage zielt auch auf das Thema YouTube ab, deswegen nehme ich die mit rein. Hast du YouTube-Ziele in Bezug auf Abonnenten, Aufrufe etc.? Und ich kann euch sagen, nein, nicht mehr. Ich habe alle Ziele erreicht, die ich wirklich erreichen wollte. Das ist kein Witz. Das, was dieses Jahr passiert ist, das hat alles gesprengt, was ich mir vorstellen konnte. Deswegen, ich müsste mir neue Ziele setzen, ganz ehrlich, aber ich habe keine Ziele mehr. Schwebe ich momentan so ein bisschen in so einer eigenen Wolke und kann das alles gar nicht so richtig fassen. Aufrufzahlen und Abonnenten, selbst auch meine Longform-Videos, die zum Teil auch wirklich gute Aufrufzahlen haben, kein Witz, ich habe keine Ziele mehr. Ich sollte mir neue Ziele setzen, ich weiß. Und dann kommen jetzt, glaube ich, die letzten Fragen zum Thema YouTube und die kommen von JNO88. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar, wie hat sich deine YouTube-Aktivität rückblickend auf dein Privatleben ausgewirkt? Das ist eine sehr spannende Frage, denn man muss sagen, so viel Akzeptanz und Rücksicht von meiner Frau, das hätte ich ehrlich gesagt, kann man nicht erwarten, muss man sagen. Und ich habe hier vieles ihr schon wahrscheinlich abverlangt in Sachen kaufen, Equipment und natürlich auch sehr viel Zeit, die ich in die Videos stecke. Das ist vielleicht nicht richtig sichtbar. Vor allen Dingen, weil man vielleicht bei mir, wenn man sich jetzt nur auf meinen YouTube-Kanal konzentriert, dann würde man sagen, ja gut, einmal die Woche ein Video. Aber ich mache ja noch Twitch, ich habe den Podcast, ich habe Patreon.
Und ja, meine Shorts auf anderen Plattformen. Also da kommt schon was zusammen und das muss halt alles geplant werden. Und dann kann es, und das muss ich auch sagen, rückblickend habe ich vielleicht schon viel zu viel Zeit darin versenkt. Vor allen Dingen, was halt natürlich am meisten Auswirkungen hat, ist, wenn es mal nicht so läuft. Und das gab es in meiner Vergangenheit sehr, sehr häufig, wenn eine Phase da ist, wo einfach kein Video richtig zündet oder wenn du schlechte Kommentare bekommst, alles schon erlebt und das wirkt sich auf dein Gemüt aus und dementsprechend gibst du das irgendwo zwangsläufig auch weiter und das ist halt scheiße, ne? Das muss man sagen und versuch das alles ein bisschen abzugrenzen, aber einfach ist das nicht. Wenn du auf deine Anfänge zurückblickst, was denkst du über damalige Inhalte und deine Performance? Ich kann mir meine Sachen ehrlich gesagt nicht mehr angucken. Ein Schreihals durch und durch. YouTube-Zeit 2010, 2012, you name it. Das war eine Zeit, wo ich völlig hyperaktiv war und es noch normal war, dass man immer so, hey Leute, was geht ab, was ist los? Und alles ist völlig gaga. Heute würde ich das nicht mehr machen. Da ist man einfach ein bisschen reifer geworden, obwohl ich schon manchmal ziemlich laut werden kann, auch hier, obwohl ich hier eigentlich mit niemandem diskutiere, aber keine Ahnung, es ist so ein bisschen mein Gemüt. Meine Inhalte waren damals allerdings recht okay, würde ich tatsächlich sagen. Ich habe Reviews gemacht, sehr viele. Ich habe auch damals schon Toplisten gemacht oder auch sehr, sehr viel mit Comedy gespielt. Ich habe ein paar Experimente gemacht. Es gibt so ein paar Videos, die finde ich bis heute richtig, richtig toll. Zum Beispiel mein Nintendo Switch Video. Das fand ich, ist eins meiner absoluten Lieblingsvideos, die ich jemals gemacht habe, wirklich. Also wo ich mir es angucke und sage, das war ein richtig gutes Video, wo ich selber stolz auf mich selber bin, muss ich wirklich sagen. Und andere Sachen. Also ich bin tatsächlich von den Inhalten gar nicht mal so abgeneigt, aber meine Performance zum Teil war schon etwas grenzwertig. So typische YouTube-Anfangszeit. Da muss man ein bisschen reifen, denke ich mal. Gab es auch negative Reaktionen von Freunden, Bekannten, Verwandten bezüglich deines Schaffens auf YouTube? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe bis jetzt immer, also wenn dann schon eher fragende Gesichter, hä, wie genau? Und dann, wie, du sprichst nur über Videospiele? So, man sieht ja gar nichts von den Spielen. Das habe ich sehr, sehr häufig schon mal gehört, weil die nicht verstehen können, wie man über Videospiele fachsimpeln kann. Aber ich erkläre das immer, ey, stell dir vor, Doppelpass, Sonntag, ne, Leute gucken sich das an, weil sie über Fußball mehr wissen wollen, so ein bisschen analytischer. Und genau das ist ja mein Kanal oder andere Meinungskanäle ja auch. Und deswegen, aber in der Regel sind die Leute eigentlich meistens ziemlich positiv überrascht, vor allen Dingen, wenn es dann um diese Comedy-Sachen geht, die ich ja zur Zeit mache. Und dann oftmals können sie sich gar nicht vorstellen, dass ich, der eigentlich ein ziemlich ruhiger Typ ist, ich bin zwar manchmal extrovertiert und sprüll rum, aber in der Regel bin ich jetzt gar nicht so ein, der sie Aufmerksamkeit braucht oder sowas. Und da ist es dann für viele etwas überraschend, aber die meisten finden das tatsächlich ziemlich cool. Gibt es Momente, die du bereust bzw. heute anders lösen würdest? Ich glaube, das bezieht sich auf alles in meinem Leben und da gibt es sicherlich immer welche Momente, aber die werden wahrscheinlich eher zu privat. Und deswegen an sich bin ich zufrieden, alles lief bis jetzt total gut und ich kann mich nur glücklich schätzen. Und fünftens, die Frage finde ich ganz toll. Wie oft versinkst du im Alltag in Gedanken bezüglich deiner Videos? Beziehungsweise wie oft passiert es dir, dass dich Kleinigkeiten triggern für Gags oder andere Videoideen? Ununterbrochen. Du bist in so einem Modus. Du bist ununterbrochen auf Ideenfindung und egal, ob es jetzt für Comedy-Sachen ist oder ob jetzt für normale Videoideen, ich sitze manchmal einfach im Wartezimmer oder liege im Bett oder sitze auf dem Klo und mir schießen Gedanken durch den Kopf. Das könnte ich machen. Ja, das würde jetzt sehr aufwendig sein, dafür habe ich die Zeit nicht. Eigentlich gibt es keine Sekunde, wo ich nicht irgendwie vielleicht sogar daran denke. Man muss aber dazu sagen, das ist auch eigentlich die größte Herausforderung, finde ich zumindest. Und ich habe auch mit anderen Creatoren gesprochen, die ein ähnliches Problem haben. Denn bei mir geht es ja immer um, es geht ja nicht immer um ein spezielles Spiel und ich suche mir jetzt nicht einfach einen neuesten Release raus und rede darüber oder zock das einfach, sondern ich mache mir andere Gedanken, ne? Über mein Spielverhalten, über eine Top 10, was auch immer. Also, du musst natürlich irgendwie jede Woche irgendwie was im Hinterhand haben, wo du weißt, darüber könnte ich jetzt was machen und darüber wollte ich jetzt unbedingt mal ein Video machen. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, das alles irgendwie so unter einen Hut zu bekommen. Die Ideen, die Zeit, die man findet, um das überhaupt alles zu ermöglichen und zu überlegen, was wollt ihr überhaupt sehen? Also es gibt ja auch viele Sachen, wo ich weiß, die würde ich machen, total gerne sogar, aber würde sich keiner angucken. Deswegen, das alles unter Dach und Fach zu bekommen, ist tatsächlich ziemlich schwierig. So, und ich glaube, das war jetzt erstmal zum Thema YouTube. Jetzt kommen wir mal zum Thema Controller-Poesie. Denn da gab es auch sehr viele Fragen zu meinem Podcast. Ich
für alle, die es nicht wissen, ich habe einen Podcast, der heißt Controller Poesie. Den betreibe ich mit zwei anderen YouTube-Kollegen, das ist Raketenjansel und der Andi von Spielewelten. Wir haben uns letztes Jahr im März zusammengetan und diesen Podcast gestartet und ja, der läuft wunderbar und es gibt viele, viele Fans und die haben einige Fragen. Wir nehmen jetzt mal hier die erste Frage, die wurde häufiger gestellt von mehreren Personen. Ich nehme jetzt ihn oder sie als Stellvertretende für diese Frage. Warum werden die Controller-Poesie-Folgen nicht mehr auf YouTube hochgeladen? Nach Folge 8 war Schluss. Ganz einfach. Ich erkläre das jetzt mal. Es war so, wir hatten anfangs alle Plattformen bedient, unter anderem auch YouTube mit einem extra YouTube-Video. Obwohl ich immer noch der Meinung bin, ich verstehe es bis heute nicht, wieso man sich einen einstündigen Talk, wo es nichts passiert, wo es nichts zu sehen gibt, auf YouTube angucken will, außer dass man das kostenlos hat, aber jegliche Podcast-Apps auch auf im Handy sind teilweise werbefrei. Aber egal, ich habe es nicht verstanden, bis heute nicht. Egal, wir haben es trotzdem dort hochgeladen, aber jetzt ist Folgendes passiert. Ich wurde letztes Jahr im Sommer gehackt und da ist einiges zu Bruch gegangen. Und als ich dann wieder den Controller-Poesie-YouTube-Kanal wieder reaktivieren wollte, habe ich gemerkt, dass mir ein paar Daten fehlen und ich keine Ahnung hatte, wie ich da rankomme. Und da habe ich mit Google geschrieben und versucht, eine Lösung zu finden. Wir sind irgendwie einfach irgendwann stehen geblieben. Es kam keine Lösung mehr. Ich musste jetzt quasi selber suchen und ich habe keine Ahnung. Ich sag's, wie es ist. Der YouTube-Kanal von Controller Poesie ist ins Nirvana gelandet. Denn ihr müsst wissen, ich übernehme quasi die gesamte Verwaltung von diesem Podcast. Und dann hatten wir uns auch darauf geeinigt, dass wir das einfach einstellen, weil, wie gesagt, ein Podcast auf YouTube hochzuladen ist viel mehr Aufwand, als man denkt, weil man muss nämlich extra noch ein Video dazu rendern und das dort hochladen und so weiter. Haben wir gesagt, wozu der Mehraufwand? Lass uns das einfach mal sein. Aber ich kann schon mal sagen, da kommt nämlich noch eine echte Frage. Da werdet ihr vielleicht, also alle YouTube-Zuhörer werden dann vielleicht sich freuen. Gucken wir mal, wo die war. Ah, hier ist sie. Mr. Rasco Brails fragt, warum gibt's Controller-Poesie nicht bei YouTube Music? Neuerdings kann man seine Podcast auch auf seinen YouTube-Kanal hochladen und das quasi über YouTube Music anbieten. Das prüfen wir gerade aktuell und werden das jetzt in baldiger Zukunft vielleicht umsetzen. Dann gibt es die Controller-Poesie-Folgen auch auf YouTube. Aber ne, schön Piano, wir gucken mal. So, hier haben wir noch ein paar Fragen von Leonidas von Sparta und zwar bezüglich Controller-Poesie. Erstens, wieso ist Controller-Poesie so gut und wieso kommen da nicht öfter Folgen? Erstmal vielen Dank fürs Lob. Zweitens, die zweite Sache, also wieso kommen da nicht öfter Folgen, das ist, glaube ich, meine Schuld, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie die anderen beiden das sehen, aber ich persönlich will das nicht. Das hat bestimmte Gründe. Ich hatte 2020 die letzte Folge Dash FM. Das war mein Podcast, bevor ich Controller-Poesie gemacht habe. Und das war 3 Jahre lang ständiger Begleiter. Ich habe jede Woche einen Podcast aufgenommen, für auch für Sonntag. Also ich war eigentlich volle Kanne in diesem Trott drin. Und das war eine sehr geile, aber eine sehr intensive Zeit. Es gibt sogar hier eine Frage, die gefragt hat, wann mache ich mal wieder was mit dem Fabian, mit meinem ehemaligen Podcast-Kollegen, da kann ich gleich mal drauf eingehen. Aber es ist halt einfach eine sehr intensive und eine sehr anstrengende Zeit. Und jetzt noch nebenbei noch Twitch und YouTube und Co. zu bedienen und noch jede Woche eine Folge hochzuladen, das wäre mir zu viel. Und das würde auch letztendlich auch die Qualität der Podcast oder generell meines Contents zerstören. Ich müsste dafür andere Dinge halt absägen und so. Das macht keinen Sinn. Vor allen Dingen, wir sind ja ein Stammtisch-Podcast, muss man sagen. Wir nehmen das auf, was so in der Gaming-Welt so stattfindet oder was wir so erlebt haben. Und das könnte bei bei so einer wöchentlichen Veröffentlichung vielleicht ein bisschen schädlich sein. Deswegen, es ist schon gut, wie es ist. Wir hatten tatsächlich erstmal angedacht, nur einmal im Monat eine Folge hochzuladen. Das war ja erstmal unser Anspruch. Das haben wir uns dann nochmal überdenken lassen, als wir das Feedback mitbekommen haben. Da haben wir uns so drauf geeinigt, alle 2 Wochen. Aber mehr nicht, weil ihr müsst auch wissen, das ist vielleicht auch eine Sache. Die beiden anderen, die haben mit Podcasten vorher nichts am Hut gehabt. Also weder das Verwalten, das Organisieren und so weiter. Die wussten halt nicht, wo sie hin müssen. Und ich hatte schon die Ahnung. Deswegen habe ich das alles übernommen und bin jetzt aktuell für den Schnitt und für den Vertrieb halt zuständig. Also ich lade das hoch, ich schneide den ganzen Quatsch. Also wenn ihr irgendwie welche Fehler findet in dem Podcast, ist es meine Schuld. Ja, jedenfalls versuche ich mehr Arbeit zu vermeiden. Deswegen ist mir das YouTube-Ding auch immer so ein Dorn im Auge. Aber da gucken wir, wie wir das regeln wollen. The Smasher 8713 fragt, habt ihr drei von Controller Poesie euch schon in Real Life getroffen? Und wie ist es überhaupt entstanden, dass ihr zusammen Podcasts macht und euch auch allgemein supportet? Erstmal
Real Life haben wir uns noch nie getroffen. Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr zur Gamescom passieren, wenn es bei allen drei klappt. Aber das ist irgendwie nicht so einfach. Wir sind alle drei komplett verstreut deutschlandweit. Der Jansel im Norden, der Andi im Westen und ich im Süden. Das ist eigentlich generell ein bisschen schwierig, da irgendwie zusammenzukommen. Aber ich bin mir sicher, das wird nicht mehr lange dauern. Bock hätte ich definitiv. Entstanden ist das Ganze eigentlich auch... Ich hatte damals ein Videoprojekt. Das war Papa Du Nerd. Also ich hatte quasi einen Talk vorbereitet. Papa sein, aber gleichzeitig auch eben ein Ultra-Nerd sein. Also wie kann man das miteinander in Einklang bringen und was hatte man da schon für so Stories zu erzählen? Und das war eine Idee von mir, die wollte ich halt quasi mit drei Leuten umsetzen. Ich hatte den Jansel halt gedacht, weil er ist auch Papa. Und den ich noch kannte, war eben der Andi, der auch Papa ist und auch ein Vollzeit-Nerd sozusagen. Und deswegen hatte ich ihn damals angeschrieben. Wir haben uns dann sehr, sehr gut verstanden. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gehabt, die auch nach dem Talk auch weiter benutzt wurde. Wir haben uns da auch ausgetauscht. Und ich glaube, das war der Activision Blizzard Deal, diese mögliche Übernahme, die dann erstmals aufgekommen ist, wo wir uns dann sehr, sehr stark auch drüber unterhalten haben. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube sogar, es kam vom Andi oder vom Jansel, einer von den beiden, der dann gesagt hat, hey, lass uns einen Podcast starten. Und darüber ist es quasi entstanden. Und das ist natürlich klar, dass wir uns dann gegenseitig auch supporten, wenn wir dann gemeinsam Kollegen sind. Das ist selbstverständlich. Und ich mag die beiden ja auch. Ich mag ihre Kanäle tatsächlich. Also das ist auch wirklich nichts, was ich jetzt so sage. Ich mag deren beiden Content und ich gucke mir immer gerne ihre Videos an. Unabhängig davon, dass sie wirklich meine Controller-Poesie-Kollegen sind. Ne? Ich glaube, das war es jetzt mal mit Controller-Poesie. Wir machen jetzt mal weiter im Bereich... Gaming und Privates. So, da sind wirklich viele Fragen reingekommen, deswegen müssen wir uns da ein bisschen mal ein paar coole rauspicken. Die kommen von Prisma Herbst und derjenige fragt, was hältst du von Microsofts Strategie, alles wegzukaufen? Und da muss ich leider sagen, da stecken schon sehr, sehr viele Vorurteile in diesem Satz und in dieser Frage. So einfach ist das Ganze nicht. Wir reden hier von einem Unternehmen, das natürlich Unmengen an Geld hat und auch eine Strategie verfolgt, und zwar ihren Game Pass und ihr Abo-Dienst komplett zu füllen mit Content, und das funktioniert halt eben nur, indem du halt Geld auf den Tisch legst. Das ist ganz klar. Die romantischste Vorstellung immer in so einem Bezug ist, du baust dir eigene Studios auf und die machen für dich Spiele. Das kannst du natürlich so machen oder du gehst die Abkürzung und kaufst den Kram. Das machen aber die anderen halt eben auch. Und nicht nur Sony mit Bungie, das macht Apple, das macht Google, das macht selbst Disney jetzt, die angeblich an EA interessiert sind. Also das ist einfach so in so großen Tech-Firmen ganz, ganz üblich und ganz normal. Es ist natürlich trotz alledem eine Strategie, die dafür sorgt, dass Studios erstmal abgesichert sind. Und dass es erstmal bedeutet, wir bringen Spiele auf mit einer gewissen Finanzierung, und dann kommt halt ein Hi-Fi Rush, obwohl das schon vorher wahrscheinlich schon in Entwicklung war, oder ein Evolved. Also ich glaube, da werden ein paar Spiele kommen, da bin ich immer noch fest davon überzeugt, da werde ich drüber auch manchmal so belächelt. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass Microsoft den Studios die Möglichkeit gibt, auch mal Spiele zu machen, die nicht unbedingt immer Monetarisierungsmodell 1A Plus haben müssen, wo es immer darum geht, Geld zu scheffeln. Die werden auch kommen, bin ich mir 100% sicher, und der Game Pass wird teurer und so weiter. Aber letztendlich muss man sagen, wenn da zwischendurch mal ein Hi-Fi Rush kommt oder ein etwas kleineres Projekt, das eben mal von einem kleineren Team innerhalb eines Studios gemacht wird, dann bin ich der Letzte, der darüber sich beschweren würde. Es ist, glaube ich, eher hier ein Problem, dass man sich wieder vorstellen könnte, dass das mit Exklusivität ein Problem ist. Ich glaube aber, Microsoft wäre besser dran, das ist nur meine persönliche Meinung, dass sie die Sachen eben nicht so exklusiv halten, sondern eben auch verbreiten. Es wäre für sie die beste Möglichkeit, der Game Pass muss sich verbreiten, um mehr Nutzer ranzuziehen. Und das funktioniert, indem du das auf alle Geräte bringst, und dann hast du quasi die Möglichkeit, zum Beispiel auf einer Switch oder auf einer Nintendo-Konsole den Game Pass zu abonnieren und dort Spiele zu spielen, die nur über den Game Pass gestreamt werden oder was auch immer. Kann man kritisieren, hundertprozentig, aber auf der anderen Seite, wenn mehrere Leute die Möglichkeit bekommen, Spiele zu spielen, fände ich das besser als so eine eingefahrene Exklusivitätsschiene. Ist meine Meinung. Nitsu fragt, was hältst du von der neu angekündigten Konsole, die auch N64-Cartridges abspielen kann, soll 2024 erscheinen. Du meinst den Analog 3D? Sage ich ganz ehrlich, nicht viel. Ich habe da jetzt nicht so unbedingt den Willen, so viel Geld zu bezahlen für so ein Gerät. Ich finde es zwar immer spektakulär, was da für ein geile Optik dann eben bei rauskommt. Ich finde es auch bei einem GBA IPS-Display total faszinierend, aber ich selber
braucht es, glaube ich, nicht. Ich habe mich auch einfach in den letzten Monaten sehr gewandelt. Ich mag zum Beispiel wirklich den Real Deal. Ich bin wirklich mittlerweile übergegangen, die Konsolen anzuschließen, am liebsten auf den Röhrenfernseher, aber das schaffe ich platzmäßig nicht. Die Spiele dann, einfach über eine richtige Hardware zu spielen mit dem richtigen Controller und das ist zwar jetzt in diesem Fall auch möglich, das soll ja irgendwie so eine native Erfahrung sein, ist aber mir jetzt trotzdem das Geld nicht wert, wenn ich ehrlich bin, irgendwo. Ich kann es nicht ganz erklären, aber da habe ich mich noch nie so richtig mit befasst. Generell so Modding-Konsolen gab es auch eine Frage, so All-Digital-Konsolen, Modding-Konsolen. Ja, also ich persönlich bin da ehrlich gesagt raus. Es ist zu viel Geld, obwohl es ist eine coole Investition normalerweise, man bekommt auch was dafür, aber irgendwie stehe ich total auf diese alte Erfahrung, deswegen bleibe ich dabei. Cherry for Glory fragt, wie viel Zeit verbringst du pro Woche mit Zocken? Viel weniger als ihr denkt. Das ist nämlich über die letzten Jahre stark gesunken. So richtig lange Spielsessions habe ich fast gar nicht mehr. Ich glaube, meine längste waren jetzt so 4 Stunden Baldur's Gate 3. Das war wirklich eine ganz, ganz schöne Erfahrung mal wieder. Aber ich verbringe nicht viel Zeit mit Zocken. Es gibt Tage, da zocke ich gar nichts, weil ich wirklich mehr hier sitze und Videos schneide oder was drehe oder irgendwas mache, statt jetzt wirklich selber zu spielen. Und wenn es dann am Ende nur eine halbe Stunde ist oder so. Es gibt auch manchmal solche Titel, die snacken manche einfach so durch. Da brauche ich eine Woche für, weil ich einfach jeden Abend nur vielleicht eine halbe Stunde, Stunde spiele. Auch wenn ich die Zeit hätte vielleicht. Manchmal kommt einfach was anderes dazwischen. Ne? Vielleicht manchmal eine Frau oder so. oder halt was anderes. Aber ja, viel weniger als man denkt. Um es konkret zu sagen, kann ich jetzt gar nicht so genau Pi mal Daumen irgendwie eine Zahl nennen. Aber viel weniger als ihr wahrscheinlich. Es ist eigentlich eher nur, dass ich halt einfach nicht pausiere. Ich spiele jetzt nicht irgendwie eine Woche lang gar nichts oder einen Monat lang gar nichts. Ich spiele halt immer Spiel nach Spiel nach Spiel nach Spiel und da sammelt sich dann vielleicht auch am Ende eine Zahl zusammen, die bei manchen erstmal Stirnrunzeln verursachen. Bis hier Tommy fragt, was ist für dich die beste Zeit zum Zocken? Sehr geile Frage und jetzt kommt mein Hot Take, denn ich persönlich muss notgedrungen meistens abends spielen, weil die Kinder ins Bett gehen und meine Frau dann meistens vielleicht auch was anderes machen will, sie will Netflix gucken oder sowas und das ist dann meine Zeit, wo ich was spiele. Und die schönste Zeit ist dann, wenn meine Frau selber sagt, ich gehe jetzt rüber, dann kann ich mich oder dann setze ich mich auf die Couch und spiele über den großen Fernseher. Schöne Zeit. Es ist aber nicht die beste Zeit. Die beste Zeit zum Spielen ist absolut nach dem Aufstehen. Es ist wirklich für mich persönlich schon lange so, dass ich merke, dass ich abends einfach nicht mehr geistig fit bin. Ich bin vielleicht schon müde vom Tag, ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren, ich muss vielleicht leise sein. Es ist egal. Früh nach dem Aufstehen, gerade einen schönen Kaffee gemacht, so wie heute zum Beispiel. Einfach sich jetzt hinsetzen und ein Spiel anschmeißen. Ich bin fit im Kopf, ich bin startklar für den Tag und richtig, habe eine große Auffassungsgabe jetzt in dem Moment. Das ist die perfekte Zeit zum Zocken und macht am meisten Spaß. Also für mich persönlich, früh morgens, beste Zeit. Bugtech hat noch einige Fragen gehabt. Welche JRPGs willst du unbedingt nachholen? Sehr, sehr viele. Viel zu viele. Es ist meistens halt wirklich wieder mal die Zeit, die da das Problem ist. Aber sowas wie Suikoden 2, sowas wie Legend of Dragoon oder generell so ein paar Spielereien, die ich halt irgendwo mal angefangen habe, aber nicht mehr weitergespielt habe. Star Ocean, Wild Arms, da gibt's jede Menge. Ich würde mir da gerne halt mehr Zeit nehmen, aber ihr wisst ja selber, wie das ist. Gerade diese Spiele, die kann ich auch nicht einfach hintereinander wegspielen. So, ich brauche da immer so 3-4 Stück im Jahr so und dazwischen halt irgendwie ein bisschen Pause und dann kann ich mich drauf einlassen. Es ist ein Genre, das ich sehr feiere, aber nicht zu meinem absoluten Lieblingsgenre zähle. Deswegen nachholen viele, aber ihr wisst Bescheid. Oldschool, Lösungsbuch oder Internet? Ey, das ist eine coole Frage, weil wir sind mittlerweile so gewöhnt, Internet, YouTube, was auch immer, irgendwelche Lösungswege zu suchen. Aber wisst ihr, was mich richtig ärgert? Dass Lösungsbücher, also die oldschooligen, wirklichen physischen Lösungsbücher, noch mit viel mehr Liebe gemacht worden sind. Und damit meine ich gar nicht, dass da irgendwelche, weiß nicht, Verzierungen drauf sind, sondern wirklich, da wird sich Zeit genommen, um die Lösung auch wirklich einfach zu erklären. Mit Bildern, mit Pfeilen und sowas. Das hast du ja heute nicht. Heute guckst du dir ein YouTube-Video an und denkst dir, hä, wie ist denn der jetzt da hingekommen? Oder woher hat der jetzt diese Fähigkeit überhaupt? Und selbst bei solchen Walkthroughs, ne, mit Text und sowas, muss man sich da erstmal durchklicken, wo bin ich jetzt hier überhaupt? So ein richtig schönes Lösungsbuch habe ich letztens erst in der Hand gehalten auf dem Flohmarkt. Man merkt einfach, dass du da wirklich dann ans Ziel gebracht wirst, auf eine sehr schöne Art und Weise, so wirklich für Dummies, so für mich perfekt.
perfekt. Deswegen Oldschool-Lösungsbücher definitiv. SDH9476 fragt, Alter, eure Nicknames. Was ist passiert? Habt ihr einfach mal volle Kanne auf die Tastatur geknallt, oder? Wie bekommst du Zocken, Familie und Arbeit unter einem Hut? Wenn ich dann nach 20 Uhr endlich ein, zwei Stunden Zeit dafür hätte, habe ich meistens keine Mauke mehr. Mauke? Okay. Da ich einfach zu K.O. vom Tag bin, mein Tag beginnt 4 Uhr morgens. Ey, ich kann das vollkommen verstehen. Ich sag mir immer wieder, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Deswegen, wenn du wirklich, wirklich Bock auf Videospiele hast, dann findet sich auch eine Zeit dafür. Das soll jetzt wirklich überhaupt nicht deskriptierlich sein, aber ey, ich habe auch zwei Kinder, ich habe einen Vollzeitjob, ich habe jede Menge Verpflichtungen und YouTube und Co. Und trotzdem komme ich zum Spielen. Also es geht schon, aber man muss sich halt irgendwo auch die Zeit nehmen und vielleicht muss man etwas effizienter sein. Das soll jetzt auch, wie gesagt, nicht irgendwie in den falschen Hals bekommen sollen. Ich gammel nicht rum. So, ich mach immer irgendwas. Es gibt nicht so einen Tag, wo ich dann sage, boah, weißt du was, heute sitze ich nur da und gucke in mein Handy. Das gibt's bei mir nicht. So, ich ärgere mich, wenn ich schon viel zu viel Zeit irgendwo bei YouTube Shorts verbracht habe, weil das einfach verschwendete Zeit ist. Und Zeit ist so kostbar. Deswegen nutze ich das und mache etwas, was vielleicht irgendwo effektiver oder einfach mir mehr bringt. Ganz einfach. Und das kann halt irgendwie jede Minute sein. Deswegen, wie kriege ich das unter einem Hut? Mit einer sehr, sehr guten Organisation und auch mit einer gewissen Effizienz. Dann kriegt man auch sowas hin. Darth Halbay, weiß ich nicht, hast du früher mal WoW gespielt? Wenn ja, für die Allianz oder Horde? Und was hältst du von MMO im Allgemeinen? Ja, habe ich. Ein Jahr lang. Sehr intensive Zeit. Würde ich nicht missen wollen. War aber auch eine Zeit, wo, ich schwör's euch, da lebte ich in einer ganz anderen Welt. Das war schon ziemlich crazy. Ich war aber Allianz. Alles geht über die Allianz. Und was hältst du von MMOs allgemein? Finde ich immer sehr, sehr spannend, aber es passt nicht in mein Leben. Deswegen muss ich das meistens ignorieren. So viel dazu. Rico aka The One fragt, welche Spiele spielst du einmal im Jahr oder alle zwei Jahre wieder durch? Oder findest du sowas total doof? Ich mach das eigentlich fast nie. Es gab mal so eine Phase, so vor 10 Jahren, da habe ich tatsächlich mal immer jedes Jahr ein Shenmue-Teil gespielt. Oder ein Baphomets Fluch habe ich in meinem Leben auch schon, weiß nicht, 8, 9, 10 Mal durchgespielt. Aber ich spiele nicht jedes Mal ein Spiel durch. Ich bin wirklich so ein Variety-Gamer. Ich springe von einem Titel zum nächsten. Und es staut sich ja so viel an auf meinem Pile of Shame, den ich ja sowieso nicht mag. Aber grundsätzlich ganz viele Spiele, die ich gerne spielen will, da möchte ich mich jetzt nicht damit beschäftigen mit einem Titel, den ich schon 100 Mal gespielt habe. Kann mal passieren und es wird wahrscheinlich auch wieder mal Zeit für eine Runde, keine Ahnung, Silent Hill 2 oder so. Aber das kommt immer alle paar Jahre, dass ich so ein bisschen Bock bekomme auf auf die Atmosphäre, auf die Stimmung. Und dann ist es manchmal auch nur so ein Heißhunger. Dann lege ich es in die Konsole rein und dann habe ich so eine Stunde gespielt und denke mir, oh, okay, danke schön, das war's auch schon. Spiele mit kompletten Gameplay-Loop, der mir zusagt, weiß nicht, so Mario natürlich, den kann ich auch alle paar Jahre spielen. Aber das muss halt irgendwie, das ist jetzt keine Pflichtveranstaltung und das kommt auch nicht so häufig vor. Bin ich gar nicht so der Typ, der den Ocarina of Time Randomizer 100 Mal spielt oder Dark Souls oder sowas. Super Wario mit irgendwelchen Nummern. Ich werde die Nummern jetzt nicht mal aufsprechen, Leute. Gibt es etwas aus deiner Sammlung, wo du sehr stolz drauf bist? Zum Beispiel eine seltene Figur, coole Editionen oder ein seltenes Spiel? Ganz ehrlich, stolz auf irgendein materielles Ding, was ich da hinten habe, bin ich überhaupt nicht. Weil was habe ich geleistet? Ich habe ein Spiel mir mal irgendwann mal gekauft, das ist jetzt irgendwie über 100 Euro wert. Ist das etwas, worauf man stolz sein kann? Ganz im Ernst, sorry Leute, ich verstehe schon das, was du meinst, aber ich muss es auch mal loswerden. Stolz bin ich auf gar nichts. Es gibt aber eine Sache, die finde ich ganz geil, die hole ich mal. Es gibt nämlich eine Sache, die finde ich ganz geil, und zwar das hier. Das ist ein Witcher 3 Puzzle mit irgendwie 1500 Puzzleteilen. Ihr seht es, das ist extra für die Gamescom 2013 herausgegeben worden. Und damals, als ich mir The Witcher 3 angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, das haben noch nicht so viele auf dem Zettel gehabt, weil The Witcher war mir schon damals ein Begriff. Ich fand The Witcher geil, aber in diesem, naja, wie sagt man, in dieser Vorstellung waren gar nicht so viele Leute. Und da wurden noch diese Puzzle verteilt und das ist noch komplett sealed. Und ich habe mal nachgeschaut, was das alles für einen Wert hat. Und das Ding wird mittlerweile bei eBay für 300 Euro vertickt. Zum Zeitpunkt von vor 2 Jahren oder sowas, wie es heute ist, weiß ich nicht. Finde ich aber so cool irgendwie, dass ich sowas habe, sowas ganz, ganz Limitiertes. Deswegen, ja, The Witcher 3. Irgendwann mal werde ich es verkaufen für sehr viel Geld. Für den Preis für jedes Puzzleteil 1 Euro. Quintins Kanal fragt, Moin Matthias,
Kannst du nochmal einen Retro-Monat machen, wo du nur PS1 zockst oder Super Nintendo oder NES? Also sehr, sehr viele Anforderungen, aber ja, einen Retro-Monat wird es definitiv wieder geben. Es ist einfach jetzt gerade ein sehr spektakuläres Spielejahr. Ein Retro-Monat kommt aber. Ich glaube, schon so Anfang 2024 werde ich mir einen Monat rauspicken und dann nur meine ganzen Games da hinten zocken. Also es wird dann sich beschränken. Also mein Retro-Monat sollte eigentlich immer so verschiedene Konsolen und Plattformen beinhalten. Also ein Spiel auf dem Game Boy, ein Spiel auf dem Super Nintendo, ein Spiel auf dem Dreamcast, und das werde ich wieder so machen. Am liebsten würde ich aber auch wirklich nur noch Retro spielen, wenn ich ehrlich bin. Aber die Zeit kommt dann, dann wird es wieder was geben und dann kommt noch ein Video und wir können das gemeinsam machen. Ich werde es ankündigen und ihr könnt alle gemeinsam mit mir den Retro-Monat ausrufen und dann spielen wir alle gemeinsam Retro auf verschiedenen Plattformen. Wer mitmachen will, meldet sich jetzt hier. Zweitens, wie geht's dir zurzeit so? Wunderbar. Drittens, kommt dieses Jahr ein Jahresrückblick von dir? Natürlich, also es wird definitiv ein Recap des Jahres geben. Es wird wieder eine Rüdiger-Folge geben über die besten Spiele des Jahres 2023. Es wird wieder ein Video geben, wo ich komplett alle Spiele reviewe, die ich dieses Jahr gespielt habe. Und ich mache natürlich auch noch mein Fazit mit meinem Anti-FOMO-Plan, wie das eigentlich so gelaufen ist. Und da gibt's echt Spannendes zu erzählen. Deswegen im Dezember hoffentlich seid ihr da. Frage 4. Kannst du mal ein Sammlungsvideo zur PS5-Spielesammlung machen? Ich habe gar nicht so viele Spiele für die PS5 hier. Das würde ein Video sein, das würde nach 15 Minuten vorbei sein. Vielleicht ist es ja trotzdem interessant, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber ich habe ein anderes Sammlungsvideo mal geplant. Denn wisst ihr, was bei mir total lustig ist? Ich habe nicht viele Nintendo-Konsolen im Haus, aber ein paar habe ich. Und dafür habe ich natürlich auch Spiele. Aber die sind teilweise so kurios. Das ist, glaube ich, die wildeste Nintendo-Sammlung, die es gibt da draußen. Deswegen, darüber würde ich gerne mal ein Video machen. Kommt bald. Michael Ries fragt, hallo Matthias, wie finanzierst du dein Hobby? Gehst du oft auf den Flohmarkt? Machst du etwas Reselling? Reselling mache ich gar nicht, beziehungsweise sehr selten. Ich habe jetzt kein Ziel, da irgendwie gewisse günstige Schnapper zu machen, um sie weiterzuverkaufen. Ist mir einfach etwas zu anstrengend. Auf den Flohmarkt gehe ich trotzdem gerne, um einfach zu gucken, was da für schöne Spiele sind für mich, die ich spielen will und für meine Sammlung. Wie finanzierst du dein Hobby? Das war damals halt wirklich immer nur verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen, dass es ein gewisser Cashflow kommt und ich immer wieder neue Spiele kaufen kann. Heute behalte ich viel mehr die Spiele in der Sammlung. Es gibt auch immer wieder Weiterverkäufe, aber das würde, glaube ich, nicht so dieser, ja, das wäre das quasi nicht das Gleiche. Finanzieren tue ich das durch das hier, also YouTube und Patreon und so. Das ist natürlich die Möglichkeit, mit den Werbeeinnahmen oder Patreon-Einnahmen eben dann irgendwie ein Spiel zu kaufen, das ich dann hier vorstellen kann. Also eigentlich refinanziere ich das alles hier durch das YouTube-Thema und das ist auch gut so. Mr. Rascobrates hat noch eine Frage. Hast du dir jemals eine oder mehrere Konsolen am Release-Tag gekauft? Wenn ja, welche? Ja, tatsächlich. Erst ein bisschen später. Also wirklich mit der PlayStation 4. Das war, glaube ich, meine erste Konsole, die ich wirklich am Release-Tag gekauft habe. Und es ist ein geiles Gefühl. Das muss man halt irgendwo so sagen. Egal, was für ein elektronisches Gerät man sich kauft. Es ist irgendwie, es reizt mich. Ne? Kauf mir eine Matratze und so. Es hat bei mir nicht die gleiche Wirkung wie eine große Schachtel mit irgendwas elektronischem drin, da kribbelt's so. Und das ist natürlich beim Release von einer neuen Konsole erst recht so. Ich bin total aufgeregt, wie als wenn ich irgendwie einen großen Auftritt hätte. Und das kam aber erst mit der PlayStation 4 und auch mit der PlayStation 5 zustande. Für welches Spiel würdest du am tiefsten in die Tasche greifen? Gerne auch aktueller Marktwert. Das kann ich gar nicht so beantworten, weil es gibt natürlich Spiele, die bedeuten mir viel und die habe ich aber meistens schon da. So als Horrorspiel-Fan gibt es da schon so einige Sachen, die mittlerweile super teuer geworden sind. Rule of Rose, Q1 und so weiter, aber die sind mir einfach zu teuer. Da werde ich auf jeden Fall niemals den Preis zahlen für so ein Spiel. Deswegen glaube ich, würde ich das gar nicht machen. Dome Kali hat Fragen und davon werde ich mir ein paar rauspicken. Zum Beispiel, was würdest du davon halten, wenn deine Kinder auch den Wunsch hätten, mit YouTube anzufangen? Habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Auf der ersten Seite, also mein erster Impuls war, ja klar, kein Problem, ich würde zur Seite stehen und mitmachen und helfen, wie es geht und so weiter. Aber ich bin mir selber noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen wollen würde, weil sich ins Internet zu stellen, auch als Kind, ist gefährlich und das brauchen wir nicht, da brauchen wir nicht drüber reden und ich glaube, letztendlich würde ich sagen, kommt erst ein bisschen später. Das muss jetzt nicht unbedingt jetzt sein. Wenn sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, 16 Jahre alt sind und dann mit YouTube anfangen wollen, will ich eh nichts dagegen sagen und dann würde ich sogar auch noch zur Seite stehen und helfen. Ganz klar.
Wie findest du Bewegungssteuerung in Videospielen? Finde ich schrecklich. Finde ich schrecklich, kann gerne raus, kann gerne weg, egal ob Heavenly Sword und was auch immer. Bewegungssteuerung war mal eine coole Phase, aber ich bin froh, dass wir sie endlich weg haben. Deswegen immer gechillt mit Maus und Tastatur oder Controller. Mehr bitte nicht. Brutalität und Action-Szenen gibt es ja genug in Videospielen. Bist du noch beeindruckt, wenn sowas kommt oder eher abgestumpft? Bestimmt bin ich abgestumpft, aber ich muss schon noch zugeben, dass ich, glaube ich, noch ein sehr, sehr hohes Maß an Empathie und Mitgefühl in mir habe, dass ich bestimmte Szenen, wie zum Beispiel die Folterszene aus GTA oder die Folterszene aus Call of Duty Modern Warfare, diesem Remake da, dass ich das nicht ertrage, dass ich das auch weg, also überspringe immer, ich überspringe das, bin da auch überhaupt nicht so der Typ, der gleich losschreit, wenn ein Spiel zensiert ist, mich tangiert das überhaupt nicht. Also das kann von mir aus auch kein Blut haben. Es wird mir persönlich keinen Spaß genommen, aber es ist meine Meinung und ich bin da auch ein bisschen anders und sensibler vielleicht als andere. Deswegen, mich beeindruckt das trotzdem noch. Also beeindrucken, also es belastet mich eher. Element Fortune hat eine Frage. Wenn es eine Geschlechterwahl gibt, wie zum Beispiel in Assassin's Creed Odyssey, Valhalla oder Mass Effect, für welche Version entscheidest du dich meist? Und ist es dir wichtig, den richtigen Charakter zu spielen wie Cassandra, Femme Eivor oder ist es dir egal? Ich würde sagen, das ist wirklich eine komplette Impulsentscheidung. Ich stehe davor und kann mich jetzt entscheiden und dann nehme ich das, worauf ich gerade mehr Bock habe. Es gibt jetzt nicht die eine Lösung. Bei Mass Effect war es der männliche Shepard, bei Assassin's Creed war es Cassandra. Ich mache mir manchmal einen weiblichen Charakter, manchmal einen männlichen Charakter. Irgendwie das, was gerade für mich eigentlich besser passt, das hat jetzt gar keine Agenda oder so. Es ist einfach nur so eine Impulsentscheidung und finde ich auch froh drüber, dass es sowas gibt. Geschlechterwahl habe ich nichts dagegen. Es gibt ja Leute, die dann immer per se eine Frau nehmen oder immer per se einen Mann. Ich bin da tatsächlich ziemlich variabel. Und die letzte Frage für heute kommt von Netrox. Mich würde interessieren, welche Spiele dich mal dazu gebracht haben, ein paar Tränchen zu vergießen. Bei mir war es damals das Ende von Final Fantasy X zum Beispiel. Bei mir war es das Ende von The Last Guardian. Da muss ich sagen, ging es bei mir richtig ab. Auch das Ende von Finding Paradise fand ich richtig schlimm, aber ich nenne hier immer To the Moon, weil dieses Spiel hat mich fast gebrochen. Das war ganz unerwartet, muss man sagen. Absoluter Meilenstein in Sachen emotionales Storytelling. Deswegen To the Moon. Aber wer bin ich, dass ich das jetzt hier ein bisschen erkläre? Oh, mein Kaffee ist leer. So, ich würde sagen, das war jetzt die letzte Frage und ich hoffe, es hat euch gefallen mit dieser entspannten Q&A-Folge heute mal als Ersatz. Wenn ihr gerne noch weitere solche Q&A-Folgen sehen wollt, schreibt mir in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen, entspannten Start in die Woche. Macht es gut und... Der letzte Tropfen muss noch rein. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.